Hallo, wir haben uns ja schon beschäftigt mit dem 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert der großen politischen Umwälzungen, der kulturellen Umwälzungen, aber auch, wie ihr hinter mir sehen könnt, ein Jahrhundert von Erfindungen, von Fortschritt und viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten und hinnehmen und viele Dinge, die wir heute selbstverständlich benutzen, haben ihren Ursprung, ihre Anfänge im 19. Jahrhundert gemacht. Und diese Erfindungen, die wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Erkennst du diese Maschine? Vielleicht hast du sie schon mal gesehen. Es ist die Dampfmaschine. Diese Maschine hat die industrielle Revolution gestartet. Erst diese Maschine machte es möglich, Energie zu erzeugen, die unabhängig von Wind, Wasser oder menschlicher oder tierischer Arbeitskraft funktionieren. Ohne Erfindung und Weiterentwicklung der Dampfmaschine ist die industrielle Entwicklung nicht denkbar. Es gab zwar schon seit 1698 Dampfmaschinen, aber sie haben noch nicht die richtige Leistung gebracht und zu viel Energie verbraucht. Erst James Watt hat hier den Durchbruch geschafft. Erst ihm gelang es, die Dampfmaschine zu verbessern. In Watts Dampfmaschine machte eine Kurbel aus der Hin- und Herbewegung eine Drehbewegung. Nun kann die Maschine nicht nur Pumpen antreiben, sondern zum Beispiel auch Spinnen- und Webmaschinen. Und sie konnte die zehnfache Leistung eines Pferdes erbringen. Daher auch der Begriff Pferdestärken, PS, den wir heute noch benutzen. Hier eine Tabelle, das ist aber jetzt nicht unser Thema, das können dann technisch Interessierte sich nochmal näher anschauen. Das sind hier verschiedene Modelle in groß und klein. Wir wollen uns heute anschauen, welche Auswirkungen die Dampfmaschine auf die verschiedenen Bereiche des Lebens hatte. Schauen wir uns erstmal die Vorteile der Dampfmaschine näher an. Wir haben also vier Bereiche, die wir uns anschauen wollen, zum Beispiel die Kohleförderung. Bergbau. Das Grundwasser konnte jetzt endlich aus Schächten gepumpt werden und die Kohle konnte schneller emporgehoben werden. In der Landwirtschaft konnten dampfbetriebene Pflüge die Arbeit erleichtern. Nicht mehr Pferde mussten das machen. Und natürlich die Fortbewegung der Transport. Dampfschiffe und Dampflokomotiven revolutionierten das Fortkommen von A nach B. Schauen wir uns die Produktion an, zum Beispiel Textil, Kleidung, dampfbetriebene Webstühle in der Herstellung von Stoffen und Kleidung. Nochmal im Detail. Kohleförderung, Bergbau. Schauen wir uns das nochmal etwas im Detail an. Also, Grundwasser konnte aus den Schächten gepumpt werden. Das war natürlich eine große Erleichterung auch für die Bergleute. Die Kohle selbst konnte schneller nach oben transportiert werden. Das heißt, die Arbeit ging schneller und die Produktion war größer. In der Landwirtschaft wurden eben diese dampfbetriebenen Maschinen erfunden und konstruiert, die Vorläufer der Traktoren oder Pflüge, die sozusagen den Boden durchpflügen sollten. Mehrere tausend Jahre lang hatten die Menschen immer wieder auf die Pferde setzen müssen. Und jetzt sieht man diese Monstren über die Äcker gleiten. Hier ein Nachbau von Leuten, die das heute noch als Hobby gemacht haben, die so ein urtümliches Modell der Dampfmaschine nachgebaut haben. Man kann schon sehen, welche Leistung dieses gebracht hat, auch große schiefe Ebenen zu überwinden und da nach oben zu fahren. Das war natürlich ein Quantensprung, was die Kraft, die dort nötig ist und eingesetzt werden konnte. Kommen wir zur Fortbewegung, Transport, auch hier eine Revolution. Dampfschiffe und Dampflokomotiven, das heißt Waren und Personen konnten in vielfacher Schnelligkeit als bisher von A nach B gebracht werden. Die ersten Dampfschiffe wurden 1809 in Amerika gebaut. Dampflokomotiven fahren zum ersten Mal 1814 in England. Menschen und Waren können also schneller, wie gesagt, über große Strecken transportiert werden. Arbeitskräfte, Rohstoffe und Lebensmittel. Die Vorteile der Dampfmaschine für die Produktion, zum Beispiel in der Textilherstellung. Das ist hier die Spinning Jenny, die schon 1764 erfunden wurde und ab 1769 mit Dampf betrieben wurde. 200 Mal mehr als eine einzelne Weberin konnte diese Maschine arbeiten. Und
Die dampfbetriebenen Webstühle sorgten für die Herstellung von Stoffen und Kleidung. Und die Mule Jenny, die man hier sieht, die ein ganzes Lagerhaus füllte, hatte 1000 Spindeln. Das heißt, die konnte 1000 Stoffe auf einmal parallel weben und herstellen. Nochmal hier das Ganze im Überblick, um sich das zu Gemüte zu führen, was eigentlich diese Dinge alles bewirkt haben. Und den Übergang vom Handwerk zur fabrikmäßigen Warenherstellung nennt man eben, wie schon gesagt, industrielle Revolution. Und die Frage ist natürlich, wo führt das hin? Von der Dampfmaschine über die Kohleförderung, Fortbewegung, Landwirtschaft, Produktion, Kleidungsherstellung, was kommt als nächstes? Ich habe es schon angedeutet, es geht darum, was macht das mit den Menschen, die in der Produktion, in der Kohleförderung und die in diesen ganzen neuen Industriezweigen, die es vorher eben noch nicht gab, arbeiten.